Alles bisher geschah. Und was machen Sie mit dem Turd? Und er fährt einfach weiter. Können Sie da mal auf den Reifen schießen? Jetzt bleibt er stehen. Ich glaub's nicht. Was? Willi Waldorf, draufgeschrieben mit Edding. Oh meine Fresse, warum haben Sie eine 44er Magnum? Oh, was macht denn das Kaninchen mit Spraydose? Herr Waldorf. Was für eine Polizeigewalt? Polizeigewalt! Der hat mir in die Bar geschossen. Man schießt gelöst. Oh nein. Herr Waldorf, geht's Ihnen gut? Ich brauche einen Mediziner. Der ist hier einfach umgekippt. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich bin diensthunfähig. Mal schauen, ob ein Mediziner da ist. Ich rufe an den Dr. Easy an. Vielleicht ist er aber nicht da. Den komischen, ne? Den doch. Simpel, den Schnorrlicher. Ich glaube, mir geht's auch schon wieder gut. Den will ich auf keinen Fall. Ich glaube, der hat gerade das Gewicht ein bisschen unterschätzt, was er in Bewegung bringen muss und ist hier dann kollabiert. Es waren die Mexikaner, ich wusste. Guten Tag, hier ist das immer Mexikaner, weil ich nicht. Michael Hort, wundervollen guten Abend, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Hort. Wir haben gerade unten am Autohaus eine kleine Problematik. Hier hatte jemand gerade einen Zuckerschock und er steht nicht wieder auf. Ah, da, er ist schon wieder aufgestanden. Achso, Bitte? Den einen mit der Spitze, den will ich ja nicht mehr sehen. Nee, ich glaube nicht, aber wenn er nochmal unterzuckert, rufe ich an. Alles klar. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihren Namen haben? Michael Hort. Michael Hort. Vielen Dank für den Anruf. Auf Wiederhören. Danke. So, wir sind uns einig geworden. Richtig. Ich schaffe das Auto mit der AVA oder wie die Hase da. Da wird es repariert. Das geht natürlich auf meinen Nacken. Ich habe es auch kaputt gemacht. Richtig. Und dann bringt ihr mich in den Hofe. Ja. Und morgen wachen wir auf und dann sind wir Kumpels quasi. Kollegen, was sagt ihr? Und wenn ihr Probleme habt, dann ist der Willi da und hilft euch. De La Cruz, du bist der Rangliste. Ja, De La Cruz, du entscheidest das Ding hier. Ich besorge euch dafür Auto, wenn ihr den Verrückten in der Stadt wieder verfolgt, damit ihr Chance habt. Wir besorgen uns ein Auto. Richtig. Das heißt, sie wollen für uns ein Auto kurz schließen. Damit drohen sie schon wieder eine Straftat zurückgeben. Schon wieder, was bist denn du? Ich kann mir doch die Schlüssel nicht aus dem Kreuz ziehen. Hat das auch einen Schlüssel? So, natürlich ist es schwierig mit dem Schlüssel, aber... Ja, das ist erfahren. Wenn wir den Simpel von der Trading Solution fragen, der kann uns bestimmt auch einen Schlüssel geben, weil der war jetzt nicht mehr da. Der hätte auch gesagt, der Willi kriegt natürlich den Schlüssel vom Auto. Das ist ja Vertrauensbasis. Also, ich kann das Auto nur halt so wieder hinstellen. Das muss ein bisschen repariert werden. Sonst kriege ich einen Brief. Aber ich habe halt immer noch nicht verstanden, wieso haben Sie als Hafenpatrol-Typ eine 44er Magnum? Hier ist der Willi Waldorf von Hafenpatrol. Ich hätte Anliege. Ich bräuchte die Hilfe. Und zwar ist sehr dringend. Wo sind wir hier überhaupt? Luxury Cars Westside. Richtig. Geht nicht, ihr müsst rauskommen. Ich habe ein Riesenproblem. Ich habe gleich, wie soll ich sagen, Problematik ist da ins Tag gedreht. Es hat mit dem Sportware zu tun. Der muss mal wieder blitzeblank da stehen. Wenn ihr mir nicht helft, bin ich am Arsch und ihr kriegt auch nichts mehr am Hofe, wenn das nicht klappt. Das sage ich euch. Es gibt kein Wurm mehr. Das geht nicht, das muss jetzt noch passieren. Morgen ist zu spät. Wenn ihr jetzt nicht kommt, dann bin ich mein Job los. So wollt ihr das riskieren? No, da gibt's keine Ersatzteile mehr, ich schwöre euch. Ihr kriegt nichts mehr, gar nichts mehr. Könnt ihr euch in China bestellen, ist mir egal. China? Ist das bei Europa da? Ist das zu fassen? Ja, aber so ein kleiner Abschlepper. Ne? Kommst schnell vorbei, uff mit dem Ding. Kriegst auch ein extra Trinkgeld. Also ich hatte einen Unfall mit dem Sportwagen und ich habe der Polizei geholfen, Verbrecher zu verfolgen. Und dabei ist mir so Dussi einfach voll in die Karre gebrettert. Ich konnte da gar nichts für. So, und jetzt stehe ich hier am, was ist das hier? Irgendwie sah aus wie ein Autohaus, ne? Luxury Cars. West Highway. So, jetzt stehe ich mit beim Sportwagen hier und der ist gar nicht mir, weil ich habe mir den nur geliehen und der muss aber repariert werden, weil der muss morgen wieder am Hafen stehen bei der Trading Solution, sonst kriege ich aber einen Richtstein auf den Deckel. Also, du bist ein Schatz, also du bist der Beste. Oh, richtig, sehr gut. Kannst du auch noch Dietrich mitbringen, sonst kriege ich ihn nicht mehr auf. Ich, oh mein Gott. Sachbeschädigung. Kollegen, habt ihr das gehört? Nee, der Schlüssel ist mir leider, der ist mir weggerutscht. Der Elefantentöter ist auch noch so eine Frage. Hat der einen Waffenschein für so ein fettes Geschoss?
müssen wir überprüfen. Weil mit einer Magnum 44er Kaliber, damit jagt man Elefanten. Fährst du einfach in den Hafen? Auch andere Dinge. Also ich lese dir das mal vor. Wir haben jetzt hier einmal Erpressung. Was für Erpressung? Was ist denn mit euch nicht richtig? Wir haben doch den Herrn gerade gedroht, dass wenn er ihnen nicht hilft, dass sie ihm die Ersatzteile nicht mehr rausgeben. Das ist eine Erpressung. Das ist doch keine Erpressung. Herr Waldorf, wir kommen doch so nicht weiter. Ich habe doch gepokert, sag mal, was ist denn mit euch? Als illegales Glücksspiel kommt jetzt auch. Ich kann keine Ersatzteile mehr kriegen. Ich überwache den Hafen, ich bestelle doch kein Schiff. Haben Sie noch was? Also jetzt haben wir auch noch illegales Glücksspiel wegen Pokern. Da willst du mich jetzt verarschen? Du bist doch einer von den Mexikanern, der hier sowieso die krumme Geschäfte macht und jetzt kommst du mir so. Was für krumme Geschäfte? Also, Herr Waldorf, ich bin doch eh auch auf der List. Was für eine List? Ich sag Ihnen das doch mal, das läuft jetzt hier glatt. Wie war der Name? Von dem rote Horn. Ja, Hort. Herr Hort. Soll ich mal auspacken von denen zwei, was die machen? Machen Sie mal. Dann fangen Sie doch mal an. So, die hängen nämlich mit dem Pornshop zusammen und da geht es nämlich um illegale Ware aus China. Ne, vor allem China. Diese komische Schmuddel-CDs, ja, und die ganze Fake-Uhren. Ne? So. Aber Herr Waldorf, das gegenseitig jetzt hier an. Gar nicht. Und was geht sie an? Ja, aber was jetzt, genau. Was jetzt wichtig ist, für jetzt ist, wir müssen einmal jetzt eine Lösung finden für den Sportwagen. Wir müssen ihn heil kriegen, beziehungsweise irgendwo hinstellen, wo er heil gemacht wird. Dann wird er zum Hafen gestellt. Ja. Und dann überlegen wir uns was Feines, weil sie brauchen ja einen Denkzettel. Sie haben hier Menschenleben gefährdet. Das geht ja so nicht. Und ich denke, der Denkzettel ist, dass es dann halt auch Prius-Verbot gibt. Also A's kannst du da abschminken, Bob. Ja. Ich bin schon Dilettante gefahren, da bist du mir noch mit der Scheißrassel um den Christbaum gelaufen. Jetzt hör mir auf mit deinem Prius-Verbot, sonst vergesse ich mich. Und dann siehst du mal, wie ich den Waffenschein habe von der 44er. Jetzt ist gut. Bedrohung. Officers. So, ich krieg's immer nicht hin. Schick dir eine Simmels doch mal einen Standort, wo wir sind. Ich bin nicht so gut in diese neuen Medien. Ja, der Lacus macht das. Und über was für komische CDs meinen Sie jetzt beim Pornshop? Das haben die mir erzählt, dass ihr da mit drin hängt. Aber Sie können ja mal dem Herrn Hort gleich Ihren Waffenschein zeigen für die 44er Magnum. Der hätte ich gerade gerne gesehen. Der Waffenschein. Richtig, ne? Sonst müsste Herr Hort die Waffe auch noch konfiszieren. Da wieso? Herr Waldorf, wir gehen mal vorne ans Licht. Wieso bekomme ich eine SMS von Herrn Tört, der mir schreibt, kann ich in der Praxis schlafen mit Bus suspendiert und obdachlos? Was? Herr Tört ist suspendiert, davon weiß ich nichts. Oh. Ich kann das nicht. Ist das zu fassen? Unvertört. Hort, alter Freund. Tört. Wie geht's Ihnen, Hort? Ja, wo steckst du denn? Ja, ich habe mich auf meinen Parkdeck zurückgezogen, weil es hier ein Dach gibt, wo ich nächtigen kann. Warum denn zurückgezogen? Ja gut, bin bis morgen 22 Uhr suspendiert. Ist das zu fassen? Bis 22 Uhr? Ja, 24 Stunden Suspendierung. Du musst mir. Wir treffen uns gleich und du erzählst mir alles. Ich habe heute den großen Knall im DOJ. Ich habe aufgeräumt. Ein Moment. Wir treffen uns gleich, du erzählst mir alles. Es ist nicht zu fassen. Ich ruf dich gleich an. So, was ist hier jetzt los? Also, Herr Waldorf, Sie probieren hier gerade Hehlerei zu begehen. Ich muss doch irgendwie die Reparaturkosten rindrieren. Ja, aber Sie können doch nicht jetzt hier den Wagen verkaufen, das wäre Hehlerei. Ja, die dürfen den ja nicht, das ist ja dann quasi Hehlerware. Den nehmen wir den dann wieder ab und ich hab das Geld, ich bezahle dann die Reparatur. Das ist doch clever von mir. Herr Waldorf, also jetzt mal ganz ruhig. Wir müssen jetzt hier ganz schnell eine Lösung für finden. Ich kann Ihnen aber schon mal sagen, dass Ihr Verhalten Konsequenzen sein bekommt. Und ich denke, dass für die Zukunft es so gemacht wird, dass wir Ihren Prius nehmen und einmal umlackieren in... So, jetzt reicht's. Ich habe das ein paar Mal gesagt. So, wenn du jetzt noch Armor sagst, sein Waffe. Prius, dann haben wir... Waffe! Was ist mit dir, du Simpel? Hey, mach's doch mal, ich hab's nicht gesehen. Der Willi Waldorf! Hey, macht ein Foto davon. Der Waldorf! Ihr habt eure Handys da stecken, sonst nehme ich euch alle drei fest. Ja, Hort, das haben Sie gesehen, er hat eine Waffe gezogen. Ja, ich hab's gesehen. Ich rufe mal das. Das kann nicht wahr sein. Ich rufe mal das MP. Er wollte Herr Hort mit einer 44er Magnum abknallen. Hat er die Magnum ausgezogen? Der hat ja gerade gedroht. Wenn Herr Hort nochmal irgendwas wegen dem Prius sagt, knallt er ihn mit der Magnum ab. Polizeigewalt! Helfen Sie mir, Polizeigewalt! Ja. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist Maxwell. Michael Hort, Freunde, guten Abend. Maxwell, ich grüße dich.
Ich bin unten am, ja, am West Highway bei Luxury Cars. Mann, und ein Polizist musste einen, einen anderen Mann ausnocken mit einem gescheiten Schlag auf die Nase und wir bräuchten hier einmal einen Sanitäter. Ich habe nur gesehen, dass Ihr Kollege gerade dem Herrn einfach mit seinem Taser ins Gesicht geschlagen hat. Dankeschön. Schön. Absolut. Herr Waldorf, geht's Ihnen denn gut? Das wissen Sie doch. Nehme ich jetzt gar nicht gut. Der hat mir Hilfe, also ein Sanitäter ist einmal auf dem Weg. Aber ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das auch mal mit Ihnen zu besprechen. Der Prius. Der Prius hat sich wahrscheinlich schon geliked. Der Prius ist ein Polizeifahrzeug ab heute. Hör zu, Pumuckl. Der Dilettante wird immer das Dienstfahrzeug von der Hafenpatrouille werden. Die da kannst Hafen, du machen, was du willst. Ja, die Hafenpatrouille hat sich jetzt mal auspatrouillt. Sonst wird sie ja jetzt nicht hier mit Dreck liegen. Wir sind viele und wir kommen. Also um Ihnen das einmal ganz kurz zu sagen, ja? Der Prius ist ein Polizeifahrzeug. Und wenn ein Zwerg sich hohe Schuhe kauft, ist er immer noch ein Zwerg. Verstehen wir uns soweit? Sie können froh sein, dass ich gerade bis Sie indisponiert sind, sonst hätte ich in die 44er Magnum rektal aber so eingeführt, dass ich denke, sie kommt oben wieder raus. Ja, aber jetzt brauchen Sie meine Hilfe, weil Sie da im Dreck liegen. Also der Herr ist bewaffnet, hat uns immer noch keine Waffenlizenz gezeigt, nur so zur Information. Seinen Ausweis können Sie gerne mal sehen, wenn Sie das wollen. Sie sind ja vom MD, Sie müssen seinen Ausweis ja eh sehen. Also können Sie sich den jetzt gerne zeigen. Ja, so viel Schabbe kann ich Sie kurz mal sprechen. Ja, zeigen Sie doch mal den Ausweis den Kollegen vom MD. Also, Sie sind der Rangeur, also über mir. Wollen wir jetzt den Waffenschein kontrollieren? Ja, nein. Natürlich. Waffenschein, Führerschein, Prius-Entzug. Mir Prius-Entzug, das steht fest. Alles, ne? Und kann ja auch sein, dass er ein bisschen rumzickt, ne? Wie der Papst im Puff. Aber letztendlich sagt er doch zu. Wissen Sie? Dann schaue ich mal kurz. Genau. War das ein ordentlicher Dienstausweis oder war der beschriftet mit Edding? Ich mach gar nichts. Der sah vernünftig aus. Ich mach jetzt gar nichts. Hilfe ihr zwei, ihr müsst mir helfen hier. Ach, das kann nicht wahr sein. Kontrollieren Sie den bitte nochmal, hat er einen zweiten Ausweis dabei. Ist das zu fassen, Herr Waldorf? Das ist ja ein Prius. Also, Herr Waldorf, sehen Sie das? Das ist ein Prius. Also wir müssen jetzt ganz kurz nochmal nach einer Ausweiskontrolle nachfragen. Ja, weil richtig. Das kann ja nicht wahr sein, dass der Herr zwei Ausweise dabei hat, ne? Oh, das ist natürlich nächstes auch Vergehen. Dabei. Ja, Sie haben Ihren Dienstausweis, aber ich möchte, dass er den Dienstausweis Ihnen zeigt, nicht den normalen Personalausweis. Ich dachte, das wird hier eine Woche Prius-Entzug für die Hafenpatrouille, aber es nähert sich eher an den Monat. Nee, ist ein ganz, ganz legitimer Personalausweis, den er mir hier gezeigt hat, der Herr. Ja, ich sah doch, hier stimmt was nicht. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst das jetzt alles dokumentieren. Ja, ich dokumentiere das schon. Ich bin ja schon schön am Merken hier. Ja, der Kollege, also. Ach, guck mal an. Doch, er hat Schlüssel dafür, ne? Ja, die Kollegen suchen dich. Gehen Sie bloß von den Prius weg. Er hat das Ding aufgebraucht, ne? Ja, hat er. Hat seine Aussage. Ja, das kam ja so oder so ein bisschen. Achtung, der Alpha Prius, komm. Oh. Was ist nur hier los, sag mal? Am besten ins Krankenhaus. Ja. Der Willi? Ja. Mit, wir fahren ins Krankenhaus. Gott sei Dank. Ja, Willi, aber da müssen wir hinterher, ne? Auf, alter Freund. Seht zu, dass du Land gewinnst. Herr Waldorf, haben Sie gerade gegen meinen Prius getreten? Kollegen, einmal eine Anzeige aufnehmen gegen diesen Töttel. Gut erledigt. Einsteigen, alle einsteigen. Gut, fahren wir da hinterher, ja? Bleiben einfach dazu, hört. Ja. Der ist abgehauen. Der müsste irgendwo hier noch rumlaufen. Okay, wo wer? Können Sie abschließen? Wie haben Sie das denn? Der komische Waldorf. Ja, er hat uns am Aufzug ausgetrickst. Das kann nicht wahr sein. Dann ist er vielleicht. Und dann oben. Schließen Sie bitte mal die Türen hier vorne ab. Das kann ich leider nicht. Das ist doch nicht. Ich hab Sie angerufen. Ja, ich hab's gerade gesehen, als ich mein Handy. Und wo waren Sie? Was geht's denn? Ja, ich hab Ihre Hilfe gebraucht. Ich hab gesagt hier, ne? Besonderheit. Hier. Besonderheit. Privat, ja, so unter uns, weißt du? Ja, scheiße, ich habe meine Wohnung eingerichtet. Da kommen Sie mit. Ich brauche Ihre Hilfe. Hier ist ein Willi Waldorf im Krankenhaus, der darf nicht raus. Darf der nicht raus? Der darf nicht rauslaufen. Der ist irgendwo im Gebäude. Moment, ich ziehe mich um, ich bin gleich da. Wo ist Turt jetzt? Herr Hort. Ja, ich bin jetzt im Autohaus, hier habe ich immerhin ein Dach über dem Kopf. Herr Turt, Sie müssen einmal zum MD kommen.
Ist das zu fassen? Wieso das? Ja, oder wir treffen uns gleich in der Praxis und reden miteinander. Können Sie sich aussuchen? Ja. Mir ist egal. Ja, dann bei der Praxis. Gut, wann? Bis gleich. In 10 Minuten. Okay, bis gleich. Oder Sie kommen jetzt schon in die, ist Ihnen überlassen. Ja, okay, bis gleich. Bis gleich. Nee. Wo ist er denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ist aber das zu fassen? Draußen geguckt, wo habt ihr überall geguckt, Mann? Das erste war auf dem Helipad und in der Garage, auf den Stationen habe ich geguckt. Das letzte, was mir eingefallen ist, ist natürlich hier im Café, weil. Haben Sie ihn gefunden? Ah, nee, aber der muss doch eh zu Ava. Ja, stimmt, da steht das Fahrzeug. Dann fahren wir dahin, schnell. Danke an die Kollegen, vielen Dank. Ach, das kann ich auch. Tut mir leid. Mein Thema. Also, und Dr. Thema. Easy? Ja. Ja. Na? Ja. 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 Fahren wir zur LVA oder zur Hafenpatrol? LVA. Okay. Hafenpatrol ist jetzt wahrscheinlich um die Uhrzeit keine gute Idee. Die stehen ja immer scharf bewaffnet. Wirklich? Ja. Da könnte man natürlich den Hafenpatrol Prius mitnehmen. Stimmt, Sie haben noch seinen Schlüssel. Er muss zu uns kommen. Richtig. Stimmt, eigentlich könnten Sie, also Herr Hort, also jetzt nur so zur Information. Könnten Sie das Fahrzeug orten? Nee, ne? Wie denn? Weiß ich nicht. Verkennzeichen? Ich weiß nicht, ob das angemeldet ist, ob das nicht irgendwie selbst läuft. Aber ansonsten könnten wir natürlich mal an der Hafen nach dem Fahrzeug Ausschau halten. Das machen wir. Jetzt nur, also wissen Sie es. Operation Hafen Patrol Prius. Manchmal muss man auch Feuer mit Feuer bekämpfen. Okay, also ich sag Ihnen, wie es ist. Ich werde davon morgen auch nichts erzählen. Ja, da müssen die Kollegen auch mal zusammenhalten. Ja, so sieht's aus. Herr Kollege, haben Sie das Fahrzeug noch hier stehen? Jawohl, positiv. Super, dann schließen Sie ab, weil der Herr ist gerade abgehauen. Einmal abschließen, das ist wichtig. Der ist flüchtig. Oh, okay. Auf gar keinen Fall das Fahrzeug aushändigen. Genau, und wenn er hierher kommt, sofort anrufen. Okay, machen wir. Lenken Sie nach den Donuts oder so. Okay. Ja, ja. Könnte ich nicht. Danke. Ja? Jo, danke für die Info. Danke. Ich hab hier doch auf dem Schlüssel habe ich doch ein Kennzeichen. Ja. So. Meinst du nicht, du kannst das mal vorhin beim Radar eingeben und dann wird das nicht gecheckt? Wenn wir daran vorbeifahren? Nicht. Also Sie könnten natürlich die ganze Zeit den Schlüssel betätigen, bis wir es aufschließen, ne? Bis wir dann irgendwo so ein Aufblinken, ne? Das ist wie früher in diesem Kinofilm. Ja, genau, so können wir es machen. Super, dann fahren wir doch einfach mal zum Hafen und halten mal Ausschau. Alles klar, Operation Prius beginnt. Ich habe gehört, die Dinger schwimmen nicht gut. Sollen wir da nicht den Herrn Turt noch irgendwie Bescheid geben, wenn er jetzt gerade da ist? Ich schreibe ihm schon. Der Herr Turt nicht suspendiert? Wie, der Herr Turt ist suspendiert? Ich glaube nicht. Ich habe davon nichts gehört. Das ist doch ohne Herr Turt. Haben Sie nicht vorhin gesagt, er ist suspendiert? Ja, hat er gesagt, aber ich glaube, das meint er nicht so. Okay. Ja gut, aber wenn dann, wie lange? Ja, quasi ist jetzt vorbei. Ja, dann ist es vorbei, ne? Ja, eben. Halten wir mal Ausschau nach dem Hafenpatrol-Fahrzeug. Ja, aufpassen, ne? Die Leute hier sind heute jetzt richtig aggressiv um die Uhrzeit. Ja, gut. Mit der Waffe kann ich hier umgehen. Muss er doch irgendwo stehen. Oder ist er im Gebäude? Glaube ich nicht. Das ist ja Trading Solution. Das hat ja nichts mit dem Term zu tun. Okay. Dann schauen wir hier. Ja, vielleicht hat er den Prius da drinnen geparkt. Ja, das meine ich ja. Wird gerade angerufen, LSPD. Sekunde. LSPD, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja? Mit dem Heli? Was zur... Jetzt sag nicht, der hat den Helikopter geklaut. Wo? Fahren Sie doch einmal ganz kurz ins Gebäude. Da haben wir ein Druckmittel. Nein. Ja, wir versuchen gerade ein Druckmittel zu... Er fliegt Richtung Osten. Ja gut, wir warten hier unten einfach auf den Herrn. Also ich gehe davon aus, dass er runter zum Hafen fliegen wird. Ja, ich denke auch. Ich würde sagen, lass uns ja, ich weiß, aber wir haben kein Heli. Also wir können nicht fliegen. Wir haben alle keinen Flugschein, die gerade im Dienst sind. Verstehen ich habe einen. Ist mein Flugschein aus Deutschland auch hier gültig? Sicherlich. Ja, das ist mir bewusst, dass es hier um Leben retten geht. Ja, da müssen Sie Herrn Turt anrufen, Herr Hort. Der muss Ihnen die Genehmigung geben, wie bei mir, wo ich Sie geflogen habe. Ja, ist gut. Gucken Sie bitte einmal in der Halle. Halle, ob wir die Halle... Ja, der Herr, wie gesagt, also wir können maximal mit dem Fahrzeug hinterherfahren. Wir sehen den Heli ja nicht, wenn er zufliegt. Sie haben jetzt gesagt, er ist Richtung Osten geflogen. Wir sind gerade unten am Hafen. Dilettante. Weil der von der Hafenpatrol ist, der Herr. Ja. Einmal hier in dem Gebäude, genau. Ja. Hier rechts. Wir versuchen es. Jetzt hier rein, hier rein. Wiedersehen. Herr Waldorf hat den Heli vom MD geklaut und fliegt gerade Richtung Osten. Ja, der wird 100 pro hier hinkommen. Hier drin nichts, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Verdammte Scheiße. Kann nicht wahr sein.
Ist das zu fassen? Ich hoffe, der kommt jetzt hier runter. Ich hoffe auch. Herr Hort, unser Kollege wird angegriffen hinter dem Gebäude. Wo? Er hat 1099 gefunden, hinter dem Gebäude. Wo ist der Kollege? Dacia? Wo bist du? Wie gut? Ja, die wollten einfach auf mich losgehen. Guck mal, da rennen die da hinten. Hinter den Containern. Die kommen da gleich links raus. Die wollten einfach auf mich losgehen. Guck mal, da rennen die. Wo ist jetzt der Herr Waldorf? Ich hab doch seine Nummer. Ruf ihn an, sag, wir haben seinen Prius. Ja, genau. Ich höre einen Heli. Nein, ich hab die. Ich höre auch. Ich höre. Ich hab die Nummer. Wer hat sein Handy aus? Sie hören den Heli? Ich höre einen Heli. Ja. Ja, lass uns nochmal fahren und schauen wir nochmal, ob wir den Heli sehen. Denk dran, der Kerl ist auf jeden Fall bewaffnet. Wir hatten da verfickte Magnum dabei. Ich hab einen Heli gehört. Ich funk mal die Sheriffs an, ob da jemand... Okay, weil das MD hat mich gerade angerufen und hat gesagt, das war ihr Heli gewesen. Über dem MD kreist ein schwarzer Helikopter. Wir bräuchten einmal eine Einheit bei uns unten in der Stadt am MD. Es geht um einen geklauten Helikopter. Alles klar, Helikopter. Wir fahren mal hoch. Gut, bis gleich. Was ist denn jetzt der Turd? Wir bräuchten nicht eine Einheit von Ihnen als Unterstützung bei uns in der Stadt unten am MD. Ein Helikopter wurde geklaut von einem Hafenpatrol-Mitarbeiter. Okay, gut, alles klar. Hallo, Herr Turd. Hallo. Wo haben Sie den Prius versenkt? Wir haben ihn nicht gefunden, aber wo sind Sie? Ich bin in Ron's Walls. Ich besaufe mich gerade mit Smoka, mit Bergkonopke. Ich bin am Saufen. Okay, ich komme da dann hin. Das ist ja in der Nähe von der Praxis. Ja, bis gleich. Wir müssen ja einen Waldorf finden, Kollegen. Ohne Licht fahre ich besser. Ach du Mann, bitte. Operation freier Vogel. Grüß dich, Kollege. Ja, bitte. Also, mal, was der bisschen. Herr Waldorf von der Hafenpatrol hat hier einen Helikopter geklaut. Mhm. Der Mann ist sehr gefährlich. Er ist bewaffnet mit einer 44er Max. Wir suchen den gerade. Wir wissen aber nicht, letzter wo er Standort, ist. No, letzter Standort ist hier irgendwie drüber gekreist. Wer hat Sie darüber informiert? Ist MD wahrscheinlich, ne? Genau. Wir hatten eine Maßnahme mit dem Herrn. Na gut, dann Er ist oben auf dem Dach? Ja. Alles klar, er ist oben auf dem Dach. Na, komm mal los. Haben die jemanden verfolgt? Ne? So, Herr Waldorf, das hat jetzt ein Ende. Ich habe Ihren Prius. Sie haben einen feuchten Kehricht. Ich habe Ihren Prius. Mein Prius ist sehr gut verwahrt und Sie werden den nie finden. Dafür hat die Hildegard gesorgt. Die habe ich nämlich auch gerufen. Und die hat wer ist jetzt die Hildegard? Meine Frau. Okay. Ich blicke nicht mehr durch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die solle einfach mich in Ruhe lassen. Die haben mir schon auf den Kopf gehaare, der Arne. Jetzt reicht's. Ja, aber warum hat er ihn auf den Kopf gehauen? Der hat mir der Autoschlüssel abgenommen. Also, zur Vorgeschichte, warum ich den Herrn mit dem Taser leider schlagen musste. Der Herr hat angekündigt, sollte der Herr Hort noch einmal den Prius abknallen. Ich hatte den Taser in der Hand, weil du simpel mit dem Taser hinter mir standst. Wenn Sie den Herrn bedrohen, dass Sie ihn mit einem 44er Magnum abknallen, sollte er noch einmal was gegen Ihren Prius sagen. Und Sie zücken dann irgendwas. Dann muss ich reagieren. Da ist das Leben von meinem Kollegen wichtig. Richtig. Und sei ist das für ein Helikopter? Da wärst du, würdest du jetzt irgendwo rumliegen. Ja, das ist die Frage, das wissen wir nicht. Der kommt hier alle paar Minuten vorbei. Ich verstehe. Okay, aber Herr jetzt Waldorf. Um den Sachverhalt zu klären. Stehen Sie hier auf dem Helipad? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Genau, Herr ich habe mich versteckt vor denen. Da, der und der. Ja, der rote Arch, der hat mir den Schlüssel abgenommen. Ja, ich aber meine Kollegen Angst haben gehabt, mir gesagt, dass die jetzt irgendwelche Dinge mit mir machen, weil... Weil was? Naja, die sind ja von der Polizei. Ja, aber meine Kollegen haben gesagt, dass sie verarscht haben. Sie wollten sie eigentlich mit zur Behandlung nehmen und dann sind sie abgehauen. Naja, sagen wir mal so, ich hatte mit dem Kollegen Gespräch und da ging es um was und das konnte man so nicht fortführen, weil ich bin ehrlich. Also habe ich gedacht, ich verstecke mich jetzt oben auf dem Dach, bis die Symbols weg sind und dann gehe ich runter, red mit euch, lass mich behandeln und ich habe gedacht, die Idioten werden schon fort. Ich würde sagen, wir verlegen das Ganze jetzt hier ins PD. Ist der Herr abführbereit? Auf gar keinen Fall. Soll ich jetzt nur nach ein paar Dözen gucken oder nicht? Ich will jetzt, dass die ganz schnell weggehen hier. Weil die, ich lasse mir hier keine Droge unterjubeln. Herr Waldorf, packen Sie die Waffe weg. Du hörst auf jetzt. Packen Sie die Waffe weg. Herr Waldorf. Herr Waldorf. Waffe weg. Ach. So, dann jetzt aber die 8 dran. Herr Waldorf, nehmen Sie die Hände hoch und stecken Sie die Waffe weg. Sofort.
Sie haben sich hier richtig verdächtig gemacht. Sie haben eine Magnum dabei. Herr Waldorf, ich bitte Sie. Sie haben sich gerade hinter den MD-Beamten mit einer Waffe gestellt. Richtig. Nehmen haben Sie die noch Hände Ausreden? Sag mal, haben Sie gerade nach mir getreten? Das kann nicht wahr sein, Herr Waldorf! Was ist das denn für ein Verhalten von Ihnen, von der Hafenpatrouille? So, jetzt ist aber mal Schluss. Gar nichts mehr. Und du, mein Freund, das sage ich dir. Drei Tage sind hier gezählt. Ja, ich glaube, das wir haben jetzt hier... Herr Waldorf, wir nehmen Sie jetzt mit. Und den Prius gibt es dieses Jahr auch nicht mehr wieder. Für die Hafenpatrouille. Genau. Und Sie arbeiten jetzt bei der Hafenpatrouille und haben Mev dabei. Richtig. Die können sich hier mit uns einen Deal aushandeln und uns erklären, woher sie das Zeug haben. Ja, dann los, mitkommen. Nimmt die mit. Na auf, Herr Waldorf, im Entenmarsch. Genau, wie eine Ente. Ich werde mich hier nicht wettbewegen. Ihr müsst mich schon drohen. Gott. Dafür, ne? Da könnt ihr euch ein bisschen anstrengen, ihr Sindelt. Im Ernst jetzt? Seht zu. Ja, ich könnte ja mal die 95 spielen. So. Oh. Ach, als ob du das so kannst, du Händchen. Da geht's ihm gut so weit. Ist der Mastig. 95 Kilo, da will ich sehen, wie weit du kommst. Was denn nicht? Soll ich schlafen? Er ist ziemlich mastig. Wir machen da jetzt mal. So, jetzt geht's in Knascht. Ja, jetzt machen wir erstmal das kleine Prozedere, ja? Das hast du jetzt davon. Klar. So, stellen Sie sich jetzt erstmal da an die Wand. Ja, stellen Sie sich mal an die Wand. Stellen Sie sich mal. Ja, gucken, wie groß wir sein. Ja, schauen Sie mal an die Wand, bitte. Super. Sehen Sie mal. So, Herr Waldorf. Das Ding ist, wir schauen jetzt erstmal. Ja, ich glaube, mit der Kamera musst du noch, glaube ich, 2-3 Meter nach hinten, dass er drauf kommt. Gut, gehen Sie mal ein Stück zur Seite, die Herren. Herr Waldorf. Oh, mal einen Kaffee kurz. Herr Waldorf, ich nehme Ihnen leider jetzt erstmal die Magnum ab, ja? Was hast du denn als mit meiner Dienstwaffe? Du weißt schon, dass du Dienstwaffe hast. Herr Waldorf. Ja, das Problem ist aber, ich weiß, Sie haben auch eine Waffenlizenz. Es ist alles okay, Herr Waldorf, ja? Wie gesagt, das Handy lasse ich Ihnen. Nehme Ihnen jetzt auf jeden Fall. Warum haben Sie denn so viele Patronen mit? Haben Sie die ganze Hosentasche voll? Ja, Sie sind hier für einen Krieg bewaffnet. Ja, was im Hafen los ist. Herr Waldorf, so, wir machen jetzt erstmal ein Foto von Ihnen, das ist doch kein Problem. Der ist doch auf Meth. Herr Waldorf. Das erkenne ich doch am Schnurrbart. Okay, dann machen wir erstmal ein Foto von hinten. So, ich mache euch ein Angebot, ihr könnt mir zwei Haare hin auf den Kopf malen und den Mund und dann sieht's so aus. Jetzt drehen Sie sich einmal nach links. Am Arsch werde ich tun. Drehen Sie sich nach links. Herr Waldorf, gucken Sie mal links, ich glaube, da ist irgendwie ein offenes Buffet. Herr Waldorf, links ist ein offenes Buffet. Herr Waldorf. Es gibt zwei Optionen. Entweder Sie drehen sich von alleine oder ich drehe Sie. Jetzt haben wir mal was zu trinken und zu essen angeboten. Das kommt später. Mit. Drehst du dich jetzt alleine oder soll ich die packen? Super, alles klar. Drehen Sie sich noch mal ein Stück zu mir, bitte. Ja, super. Und jetzt drehen Sie sich noch mal zur Seite. Zur Seite, Herr Waldorf, bitte. Zur Seite. Herr Waldorf. Bitte, drehen Sie sich zur Seite. Hier, das kannst du kriegen. Sie ziehen doch alles hier, nur in die Länge. Da. Oh, warten Sie kurz. Drehen Sie sich, gut. Drehen Sie sich jetzt bitte kurz zur Seite. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Mein Gott, warten Sie kurz. Ich muss jetzt Panorama-Funktion ist anwerfen, weil Ihr Bauch passt nicht drauf. Schon wieder Body-Shaming. Ich weiß nicht, von was Sie reden. Wir machen hier gerade Beweiswortes. So, kommen Sie bitte kurz zur Seite. Wir müssen hier noch Fingerabdrücke von Ihnen nehmen. Ja, das können Sie haben. Von dem können Sie ganz viel Abdrücke haben. Hier. Super. Da. Herr Hort, gehen Sie ein Stück zur Seite, bitte. Natürlich. Könnte Mittelfinger habe ich drauf. Machen Sie nochmal, bitte. So. Sogar mit Fingerabdrücken, wie cool. Alles klar, ich danke Ihnen. Träger, wenn wir einmal die Fingerabdrücke von Fantino Thomas kriegen, wäre es so heftig. Sind Sie sich sicher, dass Sie mich jetzt hier insperren wollen über Nacht? Sie wollten meinen Kollegen mit einer 44er Magnum. Ja, Herr Waldorf, Sie sind ja überhaupt nicht einsichtig. Ja, schwert mich weg, komm. Wir sind dazu berechtigt, ihn 2 Stunden hier einzubehalten. Richtig. So. Super, Herr Waldorf. Rufen Sie dann morgen. Möchten Sie sich jetzt hinlegen? Brauchen Sie noch was zu essen? Brauchen Sie eine Decke? Was zu trinken? Soll ich der Hildegard Bescheid geben? Herr Waldorf? Herr Waldorf, geht es Ihnen gut? Herr Waldorf? Ich muss gerade die Hildegard anrufen. Ich komme ja heute nicht haben. Ja, genau. Sagen Sie, es wird heute ein bisschen später. Sie haben eine Nachtschicht eingelegt. Und geben jetzt auch zu, dass Sie da einen Diebstahl begangen haben. Richtig. Weil das haben Sie ja wieder abgestritten. Nee.
Das gut, läuft dann nicht mehr. Ich habe dir eben die Chance gegeben, als du mir das Meth zugesteckt hast. Ich habe gar nichts zugesteckt. Ich habe nicht mal zusammengebrochen, was du hier versuchst. Weil es gibt eine Grenze bei der Hafenpatrouille. Und das sind Drogen. Da machen wir kein Spirenzchen, das sage ich dir. Du wolltest mich verarschen, jetzt lebe mit der Konsequenz. Ich bleibe die ganze Nacht hier. Und morgen früh werde ich dann mit dem DOJ, werden wir dann reden und dann werden wir mal gucken, was da von dir noch machen übrig bleibt. Machen wir ist das, machen wir das. Alles klar. Okay. Das wie heißt gesagt, Officer Gatcha. Also Ihre Waffe habe ich jetzt, das ist PD Nummer 10 De La Cruz, können Sie sich aufschreiben, aber das wissen Sie ja schon, weil Sie haben schon öfters nach mir gefragt. Ich hoffe, die landet auch da, wo sie landen soll, in der Wartekammer. Genau ne? da, wo sie landen soll, genauso wie der Taser, wie gesagt. Und auch Ihre Mumpel, die Sie dabei haben. Richtig. Ja? Wie gesagt. Und hast du mir meinen Schlüssel wiedergegeben? Den Schlüssel gibst du jetzt erstmal nicht zurück, weil... Das kommt auf die Liste. Herr Waldorf. Nein. Ja, was? Ich hab nur noch 2 Jahre. Wie lange habt ihr noch?